The sexiest androids. Jetzt wird's heiß. Im Eden Club. Für Androiden. Katze, du guckst mir unter den Rock. Da hilft eins. Windgas aufen. Oder weitermachen. Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Na, wie gut, dass ich gefahren bin. Hank wird warm mit mir. Und folgen wir mal Hank. In der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Jeder hat seine Vorlieben, Hank. Oh, Mann. Ich nehme den, der ist hot. Naja, gut. Naja, Feinripp und Donna, Glitzer. Was zur Hölle machst du da? Sorry! Der ist aber auch nicht schlecht. Darf man noch gucken? Nee, ich darf nicht mehr gucken. Ich darf. Ein Schwarzer! Ja, der hat sich schon in Gro. Ja. Hi, Babe. Oh, habe ich sie gerade im Dialog gestört? Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Irgendwie riecht's hier nach schlechten Verlierer. Untersuche das Opfer, untersuche den Androiden. Na, dann fangen wir mal mit dem Opfer an. Obwohl, nee, solange Hank nicht hinguckt. Am Tank, guck weg! Okay, Biokomponente schwer beschädigt. So, und jetzt... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Hank, guck weg. Ich will nämlich ein bisschen Blut lecken. Whoa, hey. Ach, verdammt! Oh, Kana, das ist ekelhaft. Ich bin zweimal davon gekommen. Ich muss gleich nochmal kotzen. Zweimal hat's geklappt, ohne dass er es merkt. Führerschein steht. Ja. Ja, Blaubeermarmelade. Ich hab Marmelade noch hier stehen. Yummy. Ich hab schon wieder Bock auf Brötchen mit Frischkäse und Marmelade. Yum, yum, yum. Also jetzt rekonstruieren wir die geile Scheiße mal. Irgendwie unterbreche ich die immer im Dialog. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Reaktivierung erforderlich. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Jetzt wird's spannend. Loosen wir ab oder nicht? Ganz ruhig, Kleines. Keep cool. Ich habe an deinem Blut geleckt. Mehr nicht. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Wir wollen nur wissen, was passiert ist.
Ist er tot? Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Ich flehe ihn an. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Dann hat der andere Android ihn erwürgt. Ist das richtig? Scheiße. Immerhin wissen wir das Wichtigste. Da war noch ein Android. Jupp. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge. Jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Kannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel. Sie kaufen haben Spaß und gehen nach. Haben Sie schon mal lange mit den Androiden? Nein. Hank! Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Ich brauche mal ein leichtes Mädchen. Oder zwei. Oder drei. Du, Hank, hol mir mal. Kauf mal bitte. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor. Wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Genau. No, trust me, Hank. Ja. Ich hab dich nass gemacht, als du besoffen warst. Geht zum Glück an Spesen weg, hoffe ich. Spesenabrechnung, aber kein guter. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Na komm, Connor, bekrapsche sie. Jetzt hast du die Chance, ein Mädchen zu berühren. Ich sehe die Welt mal mit ihren Augen. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Ja, dann hör auf zu labern! Meine Fresse! Hey, was soll ich mit der jetzt machen? Sagen Sie ihr höflich ab! Sorry, Süße, das wird doch nichts. Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt's das. Okay. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind über. Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Roten Raum, okay. Danke, Lady. So, wer könnte sie hier gesehen haben? Jetzt ist die Frage natürlich, wer? Ich hatte noch nie einen Schwarzen.
Alter, dieser geile Lustmolch da. Okay, aus dem kriegt man nichts raus. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Der steht doch fast direkt am Eingang. Frag mal doch mal den. Nein. Nein. Ich habe die Spur verloren. Hast du nicht? Erzähl nicht so einen Scheiß. Wir haben noch hier einen schwarzen. Wir betatschen jetzt einfach alles, was es zu betatschen gilt. Da ist sie! Da ist sie! Android ist im blauen Raum. Okay. Danke, Buddy. Jetzt ist die Frage, wer könnte hier sehen? Wer könnte sie hier gesehen haben? Versuchen wir es mal mit dem hier. Oh, start nicht immer auf eure Weichteile. Ist ja widerwärtig. Okay, der hat nichts gesehen. Nein. Ich habe die Spur verloren. Hast du nicht? Halt doch etwas. Ich hab keinen Spaß damit gehabt. Ja, ich auch nicht. Mach dir nichts draus, Hank. Ha! Hat sich in einem Raum versteckt. Naja. Hank? Follow me, please. Hatten wir den Hottenboy schon? Alter! Das ist krank, Junge! Das ist krank! Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Frag mal doch mal die Putze. Die Putze sieht im... immer was. Ah, durch die Mitarbeitereingang. Danke, Putze. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Halt die Klappe, Hank, und folge mir. Warte. Ich übernehme das jetzt. Och, Hank. Immer klaust du mir den Spaß. So, gleich kommen wieder blöde Quicktime-Events. Ich ahne es. Durchsuche das Lager. Scheiße! Wir sind zu spät! Halt die Klappe, Hank! Brich nicht in Panik aus! Hi, Girls. Hallo, Tracy. Mann, Gott, kündige ich doch die Quicktimes an. Alter. Scheiße. Ach, verdammt! Ich bin alles aber nicht gut gerade. Mist. Die hat Stilettos. Was erwartest du, Connor? Verprügelst du auch noch Androidenmädchen?
Connor, erhebe dich! Erhebst du dich? Oh. Connor! Schnell, wir zwischen uns! Aua! Verdammt, falscher Knopf! Schon wieder falscher Knopf! Alter! Autsch! Autsch! Ich kann doch keine Androiden erschießen. Das ist, als würde ich auf einen Menschen schießen. Dieser Mann erschlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Oh. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Hank, war ich böse? Oh! Ist vermutlich besser so. Was? Hank, du bist eine coole Socke! Alter, wie ich bei diesen Quicktime-Events abluse. Zweifel als Trophäe. Ja, why not? Amanda wird not amused sein. So, jetzt gucken wir dann mal, was die Welt gewählt hat. Sicher nicht Pikachu. Die Welt. Achso. Okay. Hier gibt es keine, die Welt hat gewählt. Okay. Okay, ich habe einiges verpasst bei der Suche nach der Tracy. Ist okay. Auf geht's zu Kara, Luther und Alice. Aua. Ja, ich hab's mir ein bisschen mit Alice versaut. Gut, dass Sladko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Sladko es jemals benutzt hat. Alice? Who the fuck is Alice? Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Sladkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Sladko sie umbrachte. Nein, das sind Androiden. Alles drei ist Androiden. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Mein Gott, das nenne ich mal ein kaltes Gespräch. Jetzt notfallbremsiert das Auto auch noch. Das sieht nicht gut aus. Das ist ein cooles Auto. Bleib sitzen, Alice. Und Lusa, warum muss ich das machen? Bist du nicht der Mann in der Beziehung? Ich würde sagen, da kann man nichts mehr retten. Zumindest jetzt nicht. Was sollen wir jetzt machen?
Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Carla. Ach, ich sollte laufen? Mein Gott, Spiel, sag mir das doch mal, sonst stehe ich einfach nur dumm da. Wo kam auf einmal Alice her? Also ich würde jetzt nicht unbedingt Orte betreten, die Tentakel innehaben. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Was da ist, was da ist, was. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Mist. War das wieder Foreshadowing? Das. Ich mag die Musik nicht. Gruselig. Hab Angst. Hab niemanden, der mich umarmt und knuddelt. Katze macht sowas ja nicht. Zu finden. Fink Pink, Lufa, Fink Pink. Guck mal, hier könnte doch vielleicht eventuell. Sieht drin sicher aus. Ich mach das. Geh zur Seite, ich mag ich das tun. Alter, das Spiel ist schon ein bisschen buggy. Der ist doch gerade weggegangen. Wie hat er denn die Tür aufgetreten? What? Hier bitte die Tür wieder zu, sonst wird's kalt hier drinnen. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer. Hey, wir zeigen dir mal, wo die nächste Zeitung liegt. In einem lange verlassenen Vergnügungspark.
Und nein, ich lese den Scheiß jetzt nicht. Bin doch nicht wahnsinnig. Ich habe einfach nur die Hoffnung, dass ich eine Trophäe kriege dafür, dass ich den Scheiß gesammelt habe. Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. Huch. Alice? Hold on, just a little while longer. Katze, du trittst schon wieder auf dem PC. Hab ich jetzt die Knarre eingepackt? Ich war gerade ein bisschen abgelenkt von Katze. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau. Bauen wir uns unsere Traumwelt. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Oh. Na komm. Es ist Zeit fürs Bett. Luther? Martin Luther King? Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen, das allein in einem großen, alten Haus lebte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter, der auf Gehorsam programmiert war, aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. No. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen.
Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Oh. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Alice, wir machen uns unser Happy Kommst End. Du sagst mir gute Nacht, Hilfe. Oh. Ja. Ja, natürlich. Das ist süß. Da macht mein kleiner Stein in der Brust Doggy Doggy. Könnte auch Klopf Klopf sein. Oh. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Ich hab grad so ein bisschen Pipi in die Augen, weil ich das so süß finde. Hast auch ein bisschen getrunken, Lufa, hä? Mein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Und Kara ist ganzer Stolz. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slutko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein! Nein, worauf willst du hinaus? The Walking Dead! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Das sah aber nicht so aus, als ihr reinkamt. Wir heißen Jerry. Hallo, Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Ja, sah auch nur wie nachsehen aus. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Oh Gott, dieses creepy Perverso-Lachen. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir ihr seid jetzt auch gerade wie Zombies eingedrungen. Hallo? Hat dir gefallen? Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so Komm gut ist. Komm schon, Kara. Komm, Kara hatte bisher... Ich glaube, du hast keine Wahl. Alice hatte bisher immer recht, Kara. Sie hat eine bessere Menschenkenntnis wie du. War da nicht mal... Ach, da war die Tür. Ich war verwirrt. Komm mit, Alice. Wir folgen den gruseligen Cherries. Die sicher kleine pädophile Androide sind. Sei unser Gast. Nö? Noch 500 Meter entfernt, aber ich kann schon den Hebel ziehen. Läuft. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Wenn ihr sonst nicht funzt, aber wahrscheinlich dieses Karussell. Schön festhalten, Alice.
Alter, dieser Jerry ist echt creepy. Das ist süß. Zwar einsam, aber süß. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Nein, Fernseher, schalte dich nicht ab. Das war wirklich eine süße Szene. Ein Lächeln auf ihren Lippen wahrscheinlich heißt die Trophäe. Aber auf alle Fälle irgendwas mit einem Lächeln. So, kann ich jetzt nachsehen, was... Nee, ich kann wieder nicht sehen, was meine Freunde alles gewählt haben. Ja, aber ich gehe mal davon aus, wir haben das Richtigste vom Richtigen genommen.